das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Du weißt, was an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Jesus sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und sondern was du willst geschehe. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin, betete und sprach dieselben Worte. Dann kehrte er zurück und fand sie schlafend.
denn ihre Augen waren voller Schlafs. Sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Sprach er zu ihnen: Schlaft ein andermal und ruht euch aus. Es ist genug so. Die Stunde ist gekommen. Seht, der Menschensohn wird den Sündern in die Hände geliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Während er noch redete, kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und Stöcken, Leute von den hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist es. Den ergreift und führt ihn sicher ab. Als er nun kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi! Und küsste ihn. Jene aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters. Dabei hieb er ihm ein Ohr ab. Aber Jesus sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stöcken mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt. Da habt ihr mich nicht gegriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Sie führten Jesus zu dem hohen Priester. Es versammelten sich alle hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis hinein in den Palast des Hohenpriesters und saß da bei den Knechten, wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Aussagen gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, aber fanden nichts. Denn viele machten wohl falsche Aussagen gegen ihn, aber ihre Behauptungen stimmten nicht überein. Einige standen auf und machten falsche Aussagen gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Antwortest du nicht auf das, was sie gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still, antwortete nichts. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin's. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken, ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage,
Weissage uns! Weissage uns! Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Petrus aber war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth zusammen. Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Der Hahn krähte. Die Magd sah ihn abermals und fing an, denen zu sagen, die dabei standen: Dieser ist einer von denen. Aber Petrus leugnete abermals. Nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, zu Petrus: Wahrhaftig! Wahrhaftig! Du bist auch einer von denen! Du bist auch einer von denen! Du bist einer von denen aus Galiläa! Du bist aus Galiläa! Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet! Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Da fing er an zu weinen. Am frühen Morgen hielten die hohen Priester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze hohe Rat. Sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Pilatus aber fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du sagst es. Die hohen Priester aber beschuldigten ihn hart. Pilatus hingegen fragte ihn abermals: Antwortest du nichts? Sieh doch, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Pilatus pflegte ihnen zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es gab aber einen, genannt Barabbas, der war gefangen worden mit jenen Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. So zog denn die Volksmenge hinauf und begann, um das zu bitten, was er ihnen gewöhnlich gewährte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Denn er hatte erkannt, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas freigebe. Pilatus aber antwortete wiederum: Was wollt ihr dann, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Was hat er denn Böses getan? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Pilatus wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt würde. Die Soldaten führten ihn hinein in den Palast, das ist nämlich die Statthalterei, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um, setzten ihm eine Dornenkrone auf, die sie geflochten hatten, und fingen an, ihm als König zu huldigen. Gegrüßet seist du, gegrüßet seist du, König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt, spuckten ihn an, fielen auf die Knie
und huldigten ihm. Genauso verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten. Er hat den anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus. Der König von Israel. Der steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn ebenfalls. Zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Da rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt, im Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. Erstehe neu in erstehe jeden Tag, erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Amen, Amen, Amen.
zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann jedoch, der dabei stand, ihm gegenüber, als er sah, dass er so starb, sprach: Amen. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, dazu Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Als es Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging hinein zu Pilatus und erbat den Leichnam Jesu. Pilatus wunderte sich, dass er schon tot sein sollte. Er rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Als er das bestätigt fand durch den Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Der kaufte ein Leinentuch, nahm ihn ab vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor des Grabestür. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt worden war. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.